Erster Drehtag in Neuseeland. Wir haben Großes vor. Für Faszination Erde wollen wir auf der Vulkaninsel White Island ein künstliches Erdbeben auslösen. Das ist das Zielkreuz, das Epizentrum. Kein leichtes Unterfangen. Uns steckt noch eine 40-stündige Anreise in den Knochen. Und durch die Zeitverschiebung haben wir so gut wie keinen Schlaf gehabt. Jetzt heißt es Augen auf und durch. Frühmorgens am gleichen Tag. Der Dreh wird aufwendig vorbereitet. Sandsäcke müssen gefüllt werden und Dirk erhält eine Trainingsstunde, damit nachher alles klappt. Damit der Helikopter aus jeder Perspektive abgelichtet werden kann, muss man ganz nah ran, ohne dass die neue Kamera dabei kaputt geht. Glück gehabt. Jetzt gilt es. Alles im Kasten. Der letzte Take soll die Theorie des Experiments erklären. Manchmal drohen große Geschichten an kleinen Episoden zu scheitern. Bevor ein Vulkan ausbricht, kündigt er das meistens durch ein paar Erdbeben an. Aber diese Erschütterungen richtig zu deuten, das ist gar nicht so einfach. Lasse ich diesen Stein jetzt zum Beispiel auf harten Untergrund fallen, passiert meistens das hier. Das Stäbchen fällt um. Lasse ich den Stein. Wir drehen weiter, ne? Achso, okay. Weiter. Immer weiter. Okay, Showtime.